Der kam unerwartet. Hallo? Hallo, grüß dich. Kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Ich freue mich. Danke dir, dass du dir Zeit nimmst für uns. Nochmal, tatsächlich. Ja, das ist ja schon... Ach, alles gut. Ich freue mich immer tatsächlich. Ich bin ja auch ein riesen Podcast-Fan. Ich will ja eigentlich schon seit Anfang des Jahres auch mal einen Podcast starten, aber irgendwie ist das so ein bisschen on hold, weil ich gerade so ein bisschen süchtig nach einem Computerspiel bin. Ich würde einfach mal direkt reingehen und ich glaube, die Frage, die ich am meisten hintenrum gestellt bekommen habe, ist, wie du die Steuerung F-Doku fandest. So, kurzer Abriss vielleicht. Ja, also ich wurde ja von Gunnar, der das mit begleitet hat und der auch in dem Video viel zu sehen ist, der da ja den Steuerung F-Kanal mit betreut, im Vorfeld gefragt, hey Kalle, ich habe dein Video zu Burnout gesehen, ich habe ja letztes Jahr schon eins gemacht, wo ich da auch so ein bisschen drüber gesprochen habe, oder war es Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das ja so ein bisschen thematisiert und wurde dann halt gefragt, ob ich mitmachen möchte. Habe dann sofort zugesagt, haben sich auch direkt gefreut. Und als ich dann das Video gesehen habe, muss ich sagen, fand ich's echt ein bisschen runtergebrochen an einigen Stellen. Also ich habe viel mehr gesagt, als jetzt letztendlich in dem Video gezeigt wurde. Und ich kann mir Ähnliches auch bei den anderen TeilnehmerInnen vorstellen. Muss aber auch dazu sagen, wenn man so viele in ein Video packen will, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Ne? Wie filtert man, wie sortiert man und wie wählt man aus? Und ich fand sogar auch den Beitrag der Lochis ein bisschen zu lang. Also im Verhältnis einfach zu den anderen SprecherInnen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das Thema wurde mal gut angeschnitten. Wenn man da allerdings in die Kommentarsektion guckt unter dem Video, stößt man auf sehr viel Missgunst. Also man wird nicht wirklich wahrgenommen und nicht wirklich verstanden. Es geht sehr viel darum, ach, wie können die Leute den ganzen Tag vorm PC sitzen, da so rumheulen und solche Sachen. Also rein das Video. Cool, dass du darauf aufmerksam gemacht wurde. Mir hat ein bisschen was gefehlt. Kommentarsektion grauenhaft. Wir hatten genau einen sehr ähnlichen Eindruck. Ich war mal in einem Stream von dir, wo du auch gerade über das Thema dann gesprochen hast. Mhm. Deswegen habe ich so den Einspieler gesehen und dachte, oh, Kalle ist dabei. Geil, da kommen super viele Infos. Mhm. Und ich hatte mich eigentlich vorbereitet auf auf viel mehr Symptome, wie hat sich's ausgewirkt, gerade weil Burnout so unterschiedlich sein kann. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich von dir, von den anderen jetzt nicht, aber bei dir wusste, was hätte kommen können. Mhm. Und ein bisschen schade. Kommentarsektion ist so, ja, das war abzusehen. So, das habe ich jetzt, ich habe nicht lange reingeschaut, muss ich sagen. Aber man hätte es wahrscheinlich ein bisschen besser vorbereiten können. Gib uns einen kurzen Abriss. Was heißt das? Wie sieht so ein Tagesablauf oder wie sah ein Tagesablauf in deiner Höchstphase aus? Aufstehen, die ersten zwei Calls haben. Also ich, ja, meistens so um 9 klingelt der Wecker, weil ich war in meiner Ausbildung, muss man dazu sagen, damals, als ich noch was Ordentliches gelernt habe. Nie vor 11.30 Uhr im Büro. Das heißt, meine Arbeitszeiten gingen halt immer in den Abend rein, weil ich in der Tanzschule gearbeitet habe und da Veranstaltungskaufmann gelernt habe und auch ab und zu mal im Tanzkurs mein Bein geschwungen habe. Und dementsprechend hat sich das über die Jahre bei mir so eingebürgert, dass ich so ein Spätaufsteher eher bin oder später, weil dann, wenn ich sage, oh, ich muss schon um 9 aufstehen, dann kommen die Leute, ich bin schon seit 6 Uhr wach, raff dich. Jeder hat ja so einen eigenen Rhythmus einfach. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal ein paar Calls. So ab 12 Uhr gehe ich dann meistens in 2 bis 3 YouTube-Aufnahmen. Dann ist es so 15 Uhr. Dann suche ich mir was zu essen. Dann, wenn es gut gelaufen ist, sage ich jetzt mal, die meiste Zeit habe ich jetzt selber noch meine Videos geschnitten. Meistens ging ich dann in den Schnitt. Seit einem Jahr habe ich einen Cutter, der jetzt mittlerweile alle meine Videos übernimmt. Dann ging es dann oft noch in den Stream. Und dann war es auch schon 21, 22 Uhr, wo man dann quasi die Lichter und den Computer runtergefahren hat, um nach Hause zu gehen. Dort noch ein bisschen zu chillen, was auch immer zu tun, um dann am nächsten Morgen wieder aufzustehen. Also so ein guter 12-Stunden-Tag, der war nicht selten, sage ich jetzt mal. Hattest du einen freien Tag in der Woche? Keinen festen. Ich habe immer geguckt, dass ich am Wochenende einen Tag frei bekomme. Gerade in der Moderationszeit, als ich noch viel moderiert habe, teilweise 5 Tage die Woche, war das Wochenende natürlich immer blockiert für die Arbeit. Da musste man vor der Kamera stehen. Und hat man dann vielleicht mal einen Montag freigenommen. Ich hatte bis letztes Jahr eine 6-Tage-Woche. Hand aufs Herz. Also ich hab so das Gefühl, dass gerade in der Influencer-Szene ist gerade, dass Influencer nicht damit prahlen, aber dass es was Besonderes ist, sich in der Szene einen festen freien Tag zu nehmen. Also ich glaube dir, wenn du sagst, es war immer so ein Tag so mehr oder minder frei, aber so Hand aufs Herz, so auf einen Monat gerechnet, wie viel wirklich komplett freie Tage, wo du wirklich komplett aus der Arbeit raus warst, auf einen Monat gerechnet, wie viel freie Tage waren da wirklich? 4 bis 5. Okay, gut.
Ja, aber ich habe nicht selten jetzt in den letzten Jahren im Dezember noch 20 Urlaubstage gehabt. Also Urlaub nehmen ist ein ganz, ganz heikles Thema gewesen immer. Wenn du in einem Betrieb arbeitest, wo viele Leute sind, also ich denke auch viele Selbstständige aus anderen Branchen können sich da das auch so ähnlich vorstellen. Man hat einfach diese Verantwortung, die man nicht abgeben möchte oder auch manchmal nicht kann. Das heißt, für meinen Beruf gibt es keinen Ersatz. Es kann selten sich jemand auf meinem Kanal vor die Kamera setzen und sagen, hey, ich übernehme jetzt für eine Woche den Kanal. Das würde gehen teilweise. Ich könnte zum Beispiel mal einen Johnny fragen, machst du ein Video für mich? Oder ich könnte einen Henno fragen oder einen Sterzig, die ja auch alle hier in Spandau sind und mit denen ich mich ja auch gut verstehe. Das würde mal gehen, aber langfristig schalten die Leute, so ist meine Wahrnehmung, ja für mich ein. Sie wollen ja mein Gesicht sehen, sie wollen ja meinen Content konsumieren. Und wenn ich jetzt sage, für die nächsten 2 Wochen gibt es hier jemand anderen, ist halt so auch so ein bisschen dieser psychologische Aspekt. Die Zahlen gehen runter, was mache ich danach? Geht es dann überhaupt weiter? Also man ist irgendwie so ganz häufig so an dieser Schwelle, wo man so denkt, ah, jetzt geht's bergab und ich komme da nicht wieder raus. Ich glaube, da können viele ein Lied von singen und ich glaube gerade dieses für andere mal vor der Kamera stehen, sollten wir viel populärer in der Szene machen. Das, also ich sehe das bei Maxim und Johnny immer mal, wenn der eine keine Zeit hat, dann macht der andere mal ein Video, was mal funktioniert. Mhm. Aber wie du schon sagst, gerade wenn man so eine Woche oder ganz verrückt 2 Wochen Urlaub nehmen möchte, ist das für viele vom Gewissen her ganz schwer zu vereinbaren. Ja. Okay, das heißt, irgendwann kam die Schwelle. Magst du uns von der erzählen? Wann war es, also wie viele Jahre warst du im Beruf und ab wann hast du gemerkt, okay, es läuft gerade drüber? Was waren so die ersten Anzeichen und nach wie vielen Jahren? Also letztes Jahr war einfach super krass für mich, muss man dazu sagen. Also ich habe ja einen riesen Satz nach vorne gemacht, gerade auf YouTube-Ebene. Und mit dieser Präsenz im Internet kam dann auch natürlich das Interesse von Kunden, die dann mit mir zusammenarbeiten wollten. Und ich war dann irgendwann einfach in so einem Modus und da letztes Jahr war ich dann schon 4 Jahre in diesem Beruf drin, kam dann einfach so dieser Moment, wo ich dann nicht mehr Nein sagen wollte. Ich habe dann immer alles so, ich habe immer überall zugesagt, weil ich dann auch dachte, hey, ne, wer weiß, wie lange ich das hier alles machen kann. Das klingt alles auch nach coolen Projekten. Da bin ich hier teilweise nach Köln gefahren für so einen 2-tägigen Dreh und auch mit einem professionellen Team und dann irgendwie eigenes Musikvideo gedreht und alles mögliche und dann hier Kurzfilme in Spandau, ne, aus dem Hause Instinct und alles mögliche. Und das sind dann einfach so die Sachen, die kamen zu allem anderen, was ich dann so normalerweise tue, immer noch hinzu. Das waren dann einfach so zusätzliche Packages. Und das, obwohl wir in dieser Pandemiezeit sind, hatte ich einfach so viel zu tun, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Privat dann auch nochmal umgezogen und alles Mögliche. Und das hat dann einfach alles super viel Kapazität auch gefressen. Nicht nur Zeit, sondern auch so im Kopf. Ne? Man war mit Gedanken bei ganz vielen Dingen einfach immer unterwegs und man hat dann manche Sachen nicht abschließen können. Und grundlegend habe ich mir dann im November letzten Jahres vorgenommen, auf Twitch ein bisschen mehr zu machen und jeden Tag live zu gehen im November. Am 2. November hatte ich dann schon wieder so einen richtig großen Drehtag, wo ich 12 Stunden am Set war und dann gesagt habe, ja, ich will jetzt ja nicht am 2. Tag schon den Stream ausfallen lassen. Habe mich dann also um 23 Uhr noch für 3 Stunden hier hingesetzt und hatte dann einfach so einen 15-Stunden Arbeitstag, um am nächsten Tag wieder um 9 aufzustehen. Und solche Tage hatte ich tatsächlich häufig in diesem November. Und da ist mir wirklich da eine Synapse durchgeknallt im November, weil ich dann einfach irgendwann merkte, ich dachte eigentlich, diese Zeit würde für mich entspannter werden und sie wurde einfach um ein Dreifaches stressiger, weil ich wusste, ich muss jeden Tag streamen, weil ich das versprochen habe, weil ich dieses Versprechen nicht brechen wollte. Und gleichzeitig habe ich aber diese ganzen anderen Sachen, die nebenbei liefen, einfach nicht auf Null gesetzt bekommen, weil die einfach sich auch so manchmal verschoben haben. Ne? Du kennst das vielleicht auch selber. Manchmal gibt es dann lange Feedback-Loops mit einem Kunden oder man muss dann einfach auch nochmal warten, weil dann gibt es, ne, letztes Jahr der große Blizzard-Skandal, der hat ultra viel nach hinten geschoben. Auch tatsächlich bei mir. Und das sind dann einfach so Dinge, die kriegt man von außen nicht mit. Als Zuschauer, Zuschauerin sieht man immer, ja, der ist da 5 Stunden vor der Kamera und sabbelt ein bisschen. Das kann ja nicht so schwer sein. Oder der lädt ein Video einmal am Tag hoch, das 15 Minuten geht. Wo ist sein Problem, so nach dem Motto? Aber was da alles hintersteckt, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viele Gespräche auch bei einem Video alleine schon mit Kunden oder auch alleine, wenn es nicht mal ein Werbevideo ist, mit dem Cutter oder mit Kollegen ist, ne, oder Absprachen zur gemeinsamen Aufnahme. Es sind einfach so viele Faktoren,
Faktoren, die damit reinkommen, die den wenigsten klar sind. Und all das hatte ich halt in diesem November auch. Und am letzten Novembertag, am 30. November, saß ich wirklich hier vor meinem Computer und ich habe angefangen zu zittern. Ich habe genauso wie jetzt in diese Kamera geguckt. Ich hatte OBS hier schon offen, die Lampen waren ab an und ich saß hier und ich habe einfach nur gesagt, ich kann nicht. Alles in mir hat sich dagegen gewehrt, jetzt auf Stream starten zu drücken. Ich konnte nicht. Ich habe hier wirklich mich an meinen Tisch geklammert. Pia, meine Freundin, saß nebenan, hat selber gerade gestreamt und ich wusste, ich kann gerade einfach nicht. Es hat sich in mir alles so hochgekocht und ich habe so gemerkt, mir wird alles zu viel. Also mir wird alles wirklich zu viel. Jeder Gedanke an Arbeit, jeder Gedanke an, ich muss jetzt was abgeben und sowas, das hat einfach gerade so richtig mein Gehirn eingefroren. Emotionen sind hochgekocht und ich habe einfach richtig einen Heulkrampf bekommen. Ich saß hier wirklich 20 Minuten, mir kamen die Tränen, ich wusste nicht mehr weiter, so nach dem Motto. Obwohl, von außen betrachtet, kann ich mir vorstellen, es ist ja nichts passiert, aber ich habe einfach gemerkt, das Fass ist übergelaufen, der Stressfaktor ist einfach, hat ein Maß erreicht, was ich selber nicht mehr regenerieren kann in dem Moment und ich habe mir zu viel vorgenommen. Und dann habe ich den Stream nicht gestartet. Was ist weiter passiert in diesem Moment? Ich glaube, die Gefühlslage ist schwer nachzuvollziehen für uns, aber wir haben ein Bild. Was ist als nächstes passiert? An wen hast du dich gewendet? Was hast du gemacht nach diesen 20 Minuten? Ja, also wie ich schon sagte, Pia war ja selber gerade in einer Arbeitsphase. Ich hatte ihr dann aber auch geschrieben, hey, mir geht's gerade richtig schlecht, kann mein Stream nicht starten. Ich habe dann meinen Manager Gerrit, mit dem ich letztes Jahr und auch in diesem Jahr super eng zusammenarbeite. Wir tauschen alles aus und er weiß dann auch Bescheid und wir haben alles zusammen geplant und habe ich halt gesagt, hey Gerrit, was sagst du? Ich bin hier total im Arsch gerade. Meinst du, ich kann heute ausfallen lassen? Und dann hat er einfach das Einzige, was er zu mir gesagt hat, Kalle, das ist deine eigene Challenge. Niemand ist dir böse, wenn du heute nicht live gehst. Ja. So, und das musste einem erstmal bewusst werden. Es musste ich mir erstmal klar machen, dass ich ja niemandem was schuldig bin per se. Also es gibt niemanden, der jetzt wirklich sagt, hey, wieso ist der Kalle nicht live? Jetzt ist das hier bei Vertragsbruch oder so. Diesen Zustand gab es einfach nicht. Ich wollte an diesem letzten Tag tatsächlich einfach so ein bisschen zelebrieren, dass wir den Monat durchgezogen haben und wollte eigentlich tatsächlich nur so ein bisschen Musik hören und alles, ne, und so ein bisschen quatschen. Und das habe ich einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach ins Bett gelegt und einfach versucht, mich irgendwie zu beruhigen. So. Also ich habe halt wirklich alles liegen lassen für den Moment und wollte mir dann tatsächlich auch für die nächste Woche frei nehmen. Das ist mir ultra schwer gefallen. Also ich wollte alles liegen lassen, aber es ist mir ultra schwer gefallen, weil ich musste dann ja auch Sachen absagen. Ich musste dann erstmal sagen, ja, wir hatten ja nächste Woche das geplant und alles mögliche. Und habe ich trotzdem noch überlegt, mache ich es jetzt vielleicht doch und alles. Aber ich habe dann einfach gemerkt, so den ganzen Dezember durch hinweg, ich habe eigentlich nichts richtig auf die Reihe gekriegt. Auch die Tage darauf, wenn ich mich hinsetzen wollte, was aufnehmen wollte, ich konnte einfach nicht. Ich war auch ich hatte so ein Gefühl von Leere in mir und einfach so, die Batterie war so auf Minus gestellt, also komplett leer und hat sich auch gar nicht von alleine wieder aufgeladen, egal was ich gemacht habe. Wo war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Burnout? Also hast du direkt verstanden, was mit dir los ist? Oder braucht man so eine Zeit, bis man, oder musste das dir jemand anders sagen? Also hat irgendjemand gesagt, okay, Kalle, ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, darf ich dir das so ehrlich sagen? Oder wo ist der Moment, wo man selbst realisiert, okay, das ist jetzt ein Burnout? Also zum einen habe ich einen sehr, sehr guten Freund hier in Spandau und das ist der Max, mit dem ich eigentlich all solche Dinge immer bespreche. Wir besprechen sehr viel unsere Gefühlslagen. Ihm ging es ja dann auch nicht anders tatsächlich. Er hatte ja auch eine schwere Phase, hat er auch öffentlich nochmal mitgeteilt. Und mit dem tausche ich mich da aus und wir sind da auch immer sehr, ich sag jetzt mal sachlich, wenn wir uns darüber unterhalten und versuchten das gemeinsam dann zu analysieren. Und er hat dann auch gesagt, ich glaube, hier ist gerade echt einer durchgebrannt, mach mal jetzt in Ruhe, lass mal alles liegen, so nach dem Motto. Und ich hatte tatsächlich in meinem Beruf schon mal Burnout und das wurde mir auch damals diagnostiziert, weil ich im Kundenservice gearbeitet habe. Ich rege mich ja gerne über den Kundenservice auf in Deutschland, aber ich habe auch so ein bisschen Insights darüber, weil du wirst ja eigentlich als Kundenservice-Mitarbeiter, du darfst den ganzen Tag nur Scheiße fressen. Ne? Leute rufen dich ja nur an, weil sie ein Problem haben oder weil irgendwas nicht läuft und dann werden sie manchmal unhöflich, dann werden sie manchmal laut und das ist auch es ist so ein ekliger Stressfaktor, weil du kriegst nur negative Energie ab den ganzen Tag. Damals saß ich auch in so einem ganz kleinen, engen Büro, ohne Fenster, graue Wände, alles eklig. Das war einfach dann irgendwann auch so ein Punkt, wo ich sagte, ich bin morgens aufgestanden und habe gemerkt, ich kann heute nicht zur Arbeit gehen. Da hat sich alles in mich gewehrt und dass sich alles wehrt gegen diese Situation, gegen diesen Next Step, den du eigentlich machen willst oder sollst, war für mich wieder dieser Triggerpunkt, wo ich jetzt auch wieder dann im November gemerkt habe, aha, das ist Burnout, weil ich bin dann damals zum Arzt gegangen, ist jetzt auch 6 Jahre her,
bin zum Arzt gegangen, habe halt gesagt, yo, habe heute Morgen gemerkt, mir geht's eigentlich gut, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt keinen Schnupfen, keine Kopfschmerzen, gar nichts. Aber meine Mental Stage ist einfach an einem Level angekommen, wo ich einfach nicht kann. Mein Körper wehrt sich irgendwie. Ich habe so eine Blockade in mir. Und dann hat einfach dann auch damals der Arzt mir gesagt, ja, das sind ganz klare Anzeichen für Burnout, was Sie da haben. Wir nehmen Sie aus dem Berufsverhältnis gerade erstmal raus. Und ich so, okay, was bedeutet das? Arzt. Ja. Und dann meinte ich so, okay, was bedeutet das jetzt? Eine Woche, zwei oder? Ja, also ich nehme Sie jetzt erstmal für 3 Monate raus. Und ich so, 3 Monate? Holy shit! So, was ist hier denn los? Und dann hat er wirklich mir auch gesagt, ey, das Wichtigste ist für Sie erstmal, dass Sie wieder leben. Dass Sie einfach sich selber wieder ein bisschen mehr spüren. Sie sind so festgefahren auf ihre Arbeitswelt. Sie sind so festgefahren darauf, dass sie auf der Arbeit funktionieren, dass sie in ihrem Privatleben einfach gar keinen Platz mehr für sich selber haben. Und sie müssen einfach sich selber wieder zu schätzen wissen und ihre Freizeit nutzen. Leben Sie. Das hat er eigentlich zu mir gesagt. Der hat mir keine Medikamente verschrieben. Der hat einfach gesagt, machen Sie Spaziergänge, treffen Sie sich mit Freunden, gehen Sie einfach mal raus, gehen Sie in die Stadt, hauen Sie mal wieder 100 Euro auf den Kopf, kaufen Sie sich was, machen Sie sich selber eine Freude und versuchen Sie einfach mal einen Alltag zu schaffen, der sich nicht nur um Ihren Beruf dreht. Und das waren, glaube ich, so die hilfreichsten Worte, die ich damals auch bekommen habe. Und das kann ist das ich. Schwer, ist das schwer, sich das einzugestehen? Also wir haben jetzt quasi wirklich 2 super Vergleiche. Damals warst du im Angestelltenverhältnis. Heute bist du mehr selbstständig und für deinen Verdienst schon selbst verantwortlich. Gibt es da Unterschiede, sich das einzugestehen zwischen damals und jetzt der aktiven Phase im Dezember, das anzunehmen, dass man Burnout hat? Der Unterschied ist natürlich, dass ich damals für jemanden gearbeitet habe und wir auch in einem kleinen Betrieb waren, wo nicht so viele MitarbeiterInnen waren. Das bedeutet also, ich hatte auch in meiner Position tatsächlich eine relativ große Verantwortung für den Betriebsablauf. Ich bin als wichtige Arbeitskraft dementsprechend auch weggefallen, die schwer zu ersetzen ist in dem Moment. Also jeder ist irgendwo ersetzbar. Ne? Es gibt immer eine Alternative, man kriegt das irgendwie immer hin. Ich muss leider dazu sagen, ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen. Ich hatte sehr gute Ausbilder, nur leider wurde einem auch aufgrund der geringen Mitarbeitergröße immer so ein kleiner Seitenhieb mitgegeben, so wenn man sich krankgeschrieben hat. Das heißt, man hatte so ein bisschen Schiss davor, wenn man krank war, zum Arzt zu gehen, was ich unmöglich finde tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Auszubildenden da draußen das ähnlich kennen, weil ne, ich habe selber auch so ein bisschen gespürt, in manchen Situationen, in der auszubildenden Position ist man so ein bisschen Fußabtreter, billige Arbeitskraft manchmal auch. Wie gesagt, ich habe eine gute Ausbildung und auch gute Ausbilder gehabt, aber grundlegend, manchmal kriegt man das leider schon zu spüren, dass man halt nur Auszubildende oder nur Auszubildender ist. Zumindest kann ich davon sprechen. Ja, da wurde gerade an diesem Punkt, wo ich halt schon meinte, wenn man krank ist, man hatte echt Angst, morgens diesen Anruf beim Chef oder bei der Chefin zu tätigen. Ja, ich bin leider krank. Ich bin leider krank auch noch, so weißt du? Ja. Das schon. Und das heißt, dein Arbeitgeber hat auf die Burnout-Nachricht wahrscheinlich auch jetzt dementsprechend reagiert, oder? Nee, also da muss ich schon sagen, in dem speziellen Fall, weil das ja natürlich auch was ist, womit nicht zu spaßen ist, da wurde dann auch schon gesagt, hey, gute Besserung, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Aber ich habe auf jeden Fall so einen kleinen, das war dann im E-Mail-Verkehr, ich habe so einen kleinen Unterton mitgelesen, so. Mhm. Weiß ich natürlich nicht, ob der mitgegeben wurde, aber ich habe den schon auch wahrgenommen, sag ich jetzt mal. Und ja, dann war ich dann halt, wie gesagt, erstmal 3 Monate raus. Es wurde sogar nochmal um weitere 4 Wochen verlängert. Und damals bin ich dann 2 Wochen wieder im Beruf gewesen und habe dann gemerkt, nee, ich will auch diesen Job gar nicht mehr machen. Habe dann gekündigt tatsächlich auch. Und habe dann gesagt, ich brauche einen komplett neuen Weg. Wollte eigentlich studieren. Dann bin ich Moderator bei Summoners Inn geworden. Du hast dich ja damals auch sogar witzigerweise mitbeworben, ne? Das war eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Mori hat mir nachts irgendwann geschrieben, hat gemeint, bewirb dich. Und ich so, was? Und dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde, war totaler Blödsinn. Genau, ich hatte auch dein Video gesehen. Und ich hatte irgendwie immer seither das Gefühl, dass du mich nicht magst, weil ich genommen wurde und du nicht. So, null. Ich war auch damals in der Lebensphase, ich wäre niemals nach Berlin Also es war totaler Blödsinn. Gut, dass wir das endgültig mal klären konnten. Eine Sache interessiert mich tatsächlich noch brennend, weil wir das vorher auch in der Doku gesehen haben. Wir vermischen ja immer sehr Burnout mit Depressionen. Und wir haben gerade eben von einer Moderatorin gehört, das fand ich sehr, sehr schön, wie sie es gesagt hat, dass wir gesellschaftlich Burnout und Depressionen sehr schwer annehmen können, weil Depression direkt mit Schwäche verbunden wird und Burnout direkt mit überarbeitet und nicht auf sich aufgepasst, sage ich mal. Mhm. Hast du dich als Mann sicherlich nochmal ein extremeres Thema? Wir haben gerade schon über das Weinen gesprochen, ganz am Anfang. Mhm. Hast du dich schwach gefühlt
einzugestehen, dass du einen Burnout hast? Oder war es so ein Deal with it? Ich muss mich jetzt auf mich aufpassen. Und also wie war das, wie ist das Gefühl gesellschaftlich gesehen, also für dein Umfeld? Also ich glaube, da bin ich einfach auch mit einem sehr guten und auch reflektierten Umfeld gesegnet. Ich bin auf sehr viel Verständnis gestoßen auf jeden Fall. Und ich konnte mich auch easy mitteilen. So, also es war jetzt für mich kein Moment jetzt bei dem aktuellen Burnout, wo ich das Gefühl hatte, wo ich jetzt auch darüber sprechen wollte und das getan habe. So von wegen, ja, ich musste dann halt weinen oder so. Da hat mich jetzt auch keiner für ausgelacht oder gesagt, ey, wie, sei doch mal ein Mann oder sowas. So eine Aussage habe ich gar nicht bekommen, aber auch nicht jetzt von Kommentaren oder von Leuten. Ich bin ja sehr offen damit umgegangen im Grunde. Und wie gesagt, wurde ich eigentlich gut aufgenommen, auch jetzt in meinem privaten Umfeld, muss ich sagen. Die Leute, mit denen ich da jetzt ein bisschen intensiver drüber gesprochen habe, die waren eine sehr gute Stütze für mich. Musste auch mal an dieser Stelle, das habe ich auch so noch nie gesagt, weil es auch eigentlich nicht unbedingt was ist, womit man jetzt hausieren müsste, aber ich finde super stark zum Beispiel, dass die Pia, meine Freundin, direkt gesagt hat, ja ey, wenn du jetzt erstmal nichts machen kannst, ich mach das schon. So, ich krieg uns da schon durch, so nach dem Motto. Also hat sich auch direkt angeboten, quasi das alles für uns zu stemmen und mir die Möglichkeit zu geben, erstmal frei zu machen, wirklich komplett alles liegen zu lassen. Aber bei mir kickt dann natürlich, und das ist dann halt so ein bisschen eher das, womit ich gestruggelt habe, dieses, ja, ich kann jetzt nicht 2 Monate nichts machen, dann kann ich auch ganz aufhören, so nach dem Motto. Also dieses Influencer sein und immer präsent und live und so, das ist halt auch einfach so dieser Struggle, ne? Und Burnout ist ja auch eigentlich gar nicht nur dieses überarbeitet sein und ich kann nicht mehr, sondern auch dieses nicht loslassen können. Das ist auch Burnout. Also wirklich mit dem Gedanken, sich daran festzuklammern, oh, ich muss jetzt aber hier nochmal und da und hier und da einfach auch gedanklich nicht abschließen zu können, das ist auch Burnout. Und es ist gar nicht, also Burnout fängt nicht da an, wenn du merkst, es ist zu viel, sondern wenn du merkst, du hast eigentlich keinen gedanklichen Freiraum mehr für andere Dinge, da fängt Burnout eigentlich schon an. Kannst du uns, bevor wir da weitergehen, nochmal sagen, was wirklich deine Symptome waren? Also wie hat sich das Burnout wirklich geäußert? Was waren klare Symptome, wo man auch ein Burnout vielleicht dran ausmachen konnte? Das kommt schleichend. Es kommt sehr schleichend tatsächlich. Also bei mir zumindest. Das fängt mit so Sachen an, wie du besprichst Dinge in Meetings und dann sagt Gerrit zu mir zum Beispiel, wir müssten dann hier aber nochmal das machen. Und dann merke ich schon so, dann muss ich jetzt hier doch nochmal einen Post mehr. Und das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. Und wenn man aber solche zusätzlichen Arbeitsschritte, wenn man merkt, zusätzliche Arbeitsschritte werden zu einem Problem. Wenn man merkt, zusätzliche Belastung wird zu einem Problem. Man merkt so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und man hat so ein beklemmendes Gefühl, so dieses Beklemmte. Das ist schon so ein Anzeichen dafür, das geht jetzt hier vielleicht in eine Richtung, man sollte vielleicht ein bisschen mehr Freizeit haben. Müsste sich ein bisschen mehr auch mal entspannen, auch wirklich mal vielleicht einen meditativen Weg gehen und vielleicht auch einfach sagen, hey, ich brauche jetzt auch mal eine bildschirmfreie Zeit, wo ich mich wirklich nur mit realen Dingen im wahrsten Sinne beschäftige. Ich in unserem Fall habe das Glück, ich habe Hunde, mit denen ich mal eben eine Stunde oder zwei rausgehen kann, die sich da auch jederzeit drüber freuen. Ja, auch so eine Überforderung, ja, das ist schon auch ein wirklich wichtiges Symptom, wenn man einfach merkt, die einfachsten Dinge werden auf einmal zur Hürde. So, ne? Man merkt einfach, oh, ich will eigentlich schon wieder seit einer Woche mein Zimmer aufräumen und mein Büro sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa und man kriegt es einfach nicht hin. Seit einem Monat will ich hier Kartons wegräumen und mir einen neuen Tisch aufbauen. Mache ich gerade nicht, weil ich Escape from Tarkov süchtig bin, das kann ich so klar sagen, aber grundlegend so einfache Dinge im Alltag auch, die verschiebt man dann und sieht man einfach auch als Herausforderung an irgendwann, weil man einfach merkt so, oh, es wird einem einfach zur Belastung eher. Also so der Unterschied auch, das hättest du, also auch das wahrscheinlich das Zurückdenken, so das hätte mir früher gar nichts ausgemacht, ne? Oder warum belastet mich jetzt plötzlich was, womit ich vor ein paar Monaten noch gar kein Problem hatte, ne? Ich glaube, das ist auch diese Erkenntnis, dass es schleichend kommt, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die Frage kam auch ganz, ganz oft. Also es ist ein, also bei dir hatten wir sehr eindrücklich diesen Moment, das war der Cut, aber vorher kam es sehr schleichend und rückblickend kann man da nochmal Schlüsse drauf ziehen, was vorher schon gelaufen ist. Und hast du dir denn Hilfe geholt? Also beim ersten Burnout hast du gemeint,
gemeint, du warst beim Arzt. Warst du jetzt im Dezember, hast du dir in irgendeiner Form nochmal Hilfe geholt? Tatsächlich jetzt auf professioneller Ebene nicht. Ich habe mich natürlich sehr viel mit Pia jetzt ausgetauscht, also mit meiner Partnerin und mit Freunden. Ich habe ja damals, und das habe ich mir jetzt bei diesem Burnout auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, eingeredet. Weiß nicht, ob das jetzt der smarteste Weg war. Ich habe ja damals schon Ventile bekommen. Ich habe ja damals schon Hilfsmittel bekommen, wie ich das angehen kann. Und habe ja dann, wie gesagt, jetzt im Dezember versucht, so ruhig wie möglich zu machen. Habe dann auch mal so gesagt, bei einem Tag, wo ich dann merkte, okay, geht nicht. Da habe ich auch gesagt, okay, ich chill jetzt im Bett. Ich habe dann eine Woche teilweise mit unserem Schäferhund nur gekuschelt und mir da Zärtlichkeiten geholt, während Pia dann in der Arbeit saß, weil ich dann einfach merkte, okay, ich will jetzt so viel wie möglich abschalten. Aber so professionelle Gespräche habe ich jetzt bei diesem Burnout tatsächlich nicht geführt. Und ich bin auch jemand, der grundlegend sehr gerne auf eine medikative Behandlung verzichtet. Ich bin kein Fan von Medikamenten. Wurden mir damals sogar angeboten, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, aber ich habe das direkt abgelehnt. Ich wollte da ohne durchkommen. Weißt du, was das dann ist? Das ist dann Antidepressivum? Ja. Oder weil das so eng miteinander einhergeht, ne? Ja, ja, okay. Hast du denn andere Strategien entwickelt jetzt? Also es ist ja noch alles sehr frisch. Wir sind ja jetzt Mitte Februar, ne? Das heißt, wir sind ja schon jetzt so in einer Phase, die noch akut sein kann oder auch die, ich weiß gar nicht, wie die Rückfallquote ist, aber gibt es jetzt irgendwelche Strategien, die du aktiv verfolgst, um nicht wieder in das Pensum wie vorher zu fallen? Hast du Strategien entwickelt wie fester Feierabend oder sonst was, was dir hilft, nicht wieder ins Burnout zurückzufallen? Genau, also feste Arbeitszeiten sind ein super, super wichtiger Punkt. Ich habe so immer das Gefühl, gerade auch wenn man privat viel mit Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, also die in der gleichen Branche arbeiten, zu tun hat, dann verfällt man auch in privaten Gesprächen natürlich schnell wieder in so ein Arbeitsgespräch. Ich versuche da auch einen klaren Riegel vorzusetzen, gerade mit Pia. Ich nenne das Beispiel einfach gerade auf, weil es auch natürlich sehr präsent ist. Ich sage dir dann auch, hey, ich will jetzt heute nicht mehr über Arbeit reden. Lass uns gerne was anderes besprechen, aber Arbeit ist für mich jetzt für heute abgeschlossen. Habe tatsächlich mit Anfang des Jahres jetzt versucht, mir einfach feste Streaming-Zeiten zum Beispiel einzubauen, dass ich sage, ich bin immer von dann bis dann live. Das klappt jetzt insofern ganz gut, dass ich einen Startpunkt habe auf jeden Fall. Nach hinten raus bin ich meiner Spielesucht so ein bisschen, es klingt jetzt sehr hart, aber ich mache das sehr gerne und für mich ist das eine große Entspannung gerade, weil ich einfach Bock drauf habe. Also ich mache gerade viel, worauf ich Bock habe und das hilft extrem tatsächlich. Das Privileg hat nicht jeder, das weiß ich. Ich habe da sehr viel Glück an dieser Stelle, dass ich einfach sagen kann, ey, ich zocke jetzt einfach das Game, auf das ich ultra Bock habe und es funktioniert auch arbeitstechnisch. Allerdings zum Beispiel merkt man, oder merke ich zum Beispiel, wenn ich auf meinen YouTube-Kanal gucke, dass halt, ne, das ist ein ganz großes Loch gerade, einfach was reingerissen wurde. Das nehme ich aber gerade in Kauf, weil ich mich da einfach gerade nicht kaputt machen möchte. Weil ich mir da auch, ich will mich davon gedanklich so ein bisschen distanzieren. Und im Alltag, und um jetzt auch so ein bisschen von diesem Influencer-Ding wegzugehen, festes Aufstehen, festen Wecker, feste Essenszeiten wären, glaube ich, ganz gut. Auch feste Pausen einfach sich einbauen und auch sagen, okay, es ist jetzt 20 Uhr, ich habe um 12 Uhr angefangen, ich mache jetzt Schluss. Ne? Oder je nachdem, wie halt dann der Arbeitsalltag aussieht. Ich denke, für Leute, die angestellt sind, ist es super wichtig, auch mit den Vorgesetzten oder mit dem Chef zu kommunizieren, hey, wir sind in dieser Situation, wenn wir da gemeinsam durch wollen, müssen wir einen Weg finden, wie das für uns beide am besten funktioniert. Und das heißt, ich komme um diese Uhrzeit und ich gehe um diese Uhrzeit und um diese Uhrzeit mache ich meine Pause und es darf nicht jeden Tag so sein, dass ich eine Stunde länger bleibe, weil dann bin ich nächste Woche wieder weg. Du sagst so schön, ich komme und ich gehe dann. Jetzt ist es ja aber so, dass du Influencer bist und auch deine Freundin Influencerin ist. Mhm. Das heißt, habt ihr das physisch, also ich habe die Frage auch mehrmals gelesen, Beruf privat zu trennen, bringt das was? Und ich lese es jetzt auch gerade im Chat, also es wurde einmal die psychische Komponente genannt, also wie spaltet man privat und beruflich als Influencer ab, wo der Freundeskreis aus anderen Influencern besteht, wo man über seine Arbeit redet, ne? Wie du auch gerade schon gesagt hast, im Feierabend rede ich auch mit meiner Freundin noch über die Arbeit, weil sie im selben Berufsfeld unterwegs ist. Wie spaltest du das psychisch ab und gibt es bei euch eine physische Trennung, was Büro angemietet zum Beispiel betrifft oder ja, rein räumliche Trennung? Also ich habe den Vorteil, ich habe ein Büro, wo ich hingehen könnte oder wo ich hingehen kann. Da bin ich aber momentan tatsächlich in so einem Bequemlichkeitsmodus, dass ich sage, ich habe mir hier diesen Raum eingerichtet, ich kann vom Schlafzimmer ins Büro fallen, ist aber auch sehr gefährlich. Und ich weiß ja auch, dass viele Menschen mittlerweile im Homeoffice arbeiten und die ein ähnliches Problem haben und die nicht die Option haben, wohin zu gehen. Und ich kann tatsächlich empfehlen,
wenn ihr wohin gehen könnt, ist es super, gerade wenn ihr merkt, dass ihr so eine Krankheit habt oder wenn ihr dafür anfällig seid, nicht gut trennen zu können, dann geht lieber raus. Dann macht das lieber, weil ich habe jetzt einfach, weil ich jetzt immer diese endlos langen Streams in letzter Zeit hatte, keinen Bock gehabt, dann vom Spandauer Büro hierher zu fahren. Aber ich merke auch, wenn ich in dem anderen Studio drüben sitze, an der Havel, dann ist das ein ganz anderes Feeling, als wenn ich mich hier reinsetze. Weil hier sitze ich halt auch privat an meinem Computer. Ich nutze diesen PC, an dem ich jetzt sitze, auch für private Zwecke. Und das ist einfach, das ist eine hohe Überschneidungsgefahr tatsächlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute draußen sitzen, die ihren privaten PC auch in ihrem privaten Wohnzimmer oder wo sie halt eben ihren PC hingestellt haben. Sowohl für die Arbeit als auch danach für privates Zocken oder Recherche oder Filme gucken oder was auch immer nutzen. Und das ist echt, glaube ich, ein ganz kritischer Punkt, weil man dann einfach dann nicht mehr gut trennen kann. Genau, das haben wir ja auch als Diskussionsthema, weil ich auch also mittlerweile Streamplatz hier habe, aber Büro noch drüben, in der Freizeit super viel am PC sitze und Johnny genauso, der auch als Influencer mehrere Stunden am Tag am Rechner sitzt. Und wenn wir unseren freien Tag machen, sage ich auch immer, du kannst nicht noch am freien Tag auch noch im Büro sitzen zum Zocken. Und er sagt, er kriegt das gut getrennt, ich kann es nicht. Also wenn ich mein Arbeitsumfeld auch noch an meinem freien Tag um mich rum habe, ist das schwierig. Also wir haben auch nicht das Optimale getrennt, haben wir nicht. Ich bin super neidisch auf eure Büros, dass man einfach abschließen kann und auch am freien Tag sagen kann oder im Feierabend so. Und hier ist auch physisch die Grenze. Ich glaube, das ist sehr wichtig, je länger man im Beruf drin ist. Ich glaube, es ist wirklich elementar. Also auch dieses Büro anmieten, glaube ich, ist eine Sache, auf die ich wirklich neidisch bin. Andererseits, wie du schon sagst, ist es einfach geil, morgens an den Schreibtisch zu fallen und keinen Arbeitsweg, keinen Anfahrtsweg zu haben. Das ist schon ziemlich geil. Wenn du jetzt an einem dritten Burnout trotzdem leiden solltest, wenn es heute wieder explodieren würde, gäbe es Strategien, die du schneller umsetzen würdest? Also gibt es was du aus deinen ersten zwei Burnouts gelernt hast? Was man auch spürt, ist natürlich so eine gewisse Hilflosigkeit. Man fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen geschwächt. Also jetzt nicht im Sinne von, dass man sich nicht traut, das zu zeigen, sondern man fühlt sich einfach so ein bisschen attackiert so von sich selbst so und von dieser ganzen Last. Weil man merkt halt auch in dem Moment, wo man mal runterfährt, wie tief das Loch dann eigentlich ist, sozusagen, in dem man sitzt. Und ich kann nur sagen, man sollte einen Weg finden, sich selber zu sagen, es geht auf jeden Fall weiter. Wir kommen da wieder raus, wir kriegen das alles wieder hin. Privates Umfeld ist da auf jeden Fall eine Sache, die eine wichtige Rolle spielt. Es reicht auch, wenn man nur eine Person hat, mit der man immer reden kann. Man braucht jetzt hier nicht 10 Leute so. Ich habe jetzt selber keinen riesen Freundeskreis, wo ich jetzt hier rumtelefoniere oder was. Oder wenn es nur der Bruder ist oder die Mutti oder was auch immer, irgendjemanden haben. Oder der Therapeut, die Therapeutin. Man wird schon jemanden haben. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Drüber reden, das nicht runterschlucken und sich selber auf jeden Fall klar machen. Das geht alles weiter. Und selbst wenn man diesen Beruf, und ich hatte ja beim letzten Mal meinen Beruf dann auch gekündigt, stand dann mehr oder weniger auch so vor so einem, okay, wie geht's jetzt weiter? Man findet auch dann wieder einen Weg. Also wenn ich jetzt sage, ich bekomme ein drittes Burnout und entscheide mich sogar danach zu sagen, okay, ist wohl doch alles nichts mehr für mich, ist mir alles zu viel, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, gut, dann ist wahrscheinlich der nächste Schritt zu sagen, entweder ich halbiere das Pensum komplett oder ich mach keine halben Sachen und such mir was Neues. Ich glaube, das ist schön zusammengefasst. Natürlich, also gerade diese Ansprechperson im direkten Umfeld, die man sich suchen kann, kann natürlich auch ein Arzt sein oder sollte auch ein Arzt sein, mitunter an erster Stelle, vor allem auch, weil wir gerade eine hohe Anerkennung tatsächlich erfahren, was Burnout als Krankheitsstatus betrifft. Ja, wir haben es jetzt mittlerweile, glaube ich, als Kennziffer, es ist noch nicht bestätigt, aber Burnout ist auf dem Weg, eine anerkannte Erkrankung zu werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit auch gesellschaftlich Burnout nicht mehr als Arbeitskrankheit oder sonst was gesehen wird, sondern es tatsächlich ernst genommen wird, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In der Steuerung F-Doku wurde genannt, wie wäre denn zum Beispiel eine Lösung, du hast selbst gesagt, der Algorithmus YouTube ist seit der kompletten Pause schwierig geworden, ja, also der YouTube-Algorithmus straft einen unglaublich ab. Was hältst du von so Lösungsansätzen wie ein Urlaubsmodus auf YouTube? Ich kenne das aus dem Marketing tatsächlich bei Etsy zum Beispiel oder bei Amazon kannst du als Verkäufer einen Urlaubsmodus eingeben und dann pausiert alles. Ja, dann ist der Druck erstmal raus.
Was hältst du von einem Algorithmus, einer Algorithmuspause, die du einstellen kannst und dem Algorithmus auch sagst, ich weiß nicht, wie das technisch machbar ist, aber pausier bitte meinen Algorithmus. Ich weiß nicht, lass uns träumen, ja, mal rein theoretisch, das wäre möglich. Das ist das Erste. Und das Zweite vielleicht direkt im Anschluss, damit ich gleich nicht unterbrechen muss. Was ist, wenn diese eine Woche zum Beispiel Algorithmus von der Plattform vorgegeben wird? Eine Woche im Jahr musst du auf YouTube eine Woche pausieren. Ich werde nur kurz noch ein bisschen ausholen, damit die Leute auch verstehen, was denn auch eigentlich das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist. Denn YouTube ist leider eine richtig dreckige Seite. Denn die Analytics, die man da bekommt, sagen dir eigentlich bei jedem Video, was du hochlädst, du bist scheiße. Dein Video wird gerankt unter deinen letzten 10. Wenn du eine 10 von 10 bekommst, ist das 10 von 10 scheiße. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und du guckst quasi in deine Analytics und siehst eine Zahl zwischen 1 und 10 von 10. Je höher diese Zahl ist, desto schlechter ist deine aktuelle Performance. Das heißt, wenn ich eine 8 von 10, eine 9 von 10, eine 10 von 10 habe, ist die Stimmung direkt im Keller, weil man direkt ins Gesicht bekommt. Also es kommt sogar dann der nächste Satz, der dann da steht, dieses Video erreicht nicht so viele Follower, weil interessiert keinen. Und dann denkst du dir so, what the fuck, so warum sagt diese Seite mir warum, das ist ja einfach, also ich weiß nicht, wer das implementiert hat, welches Crack da geraucht wurde, aber das ist einfach total, das ist total irreführend, also es ist nicht zielführend, finde ich. Macht, glaube ich, ganz viele YouTuber-Köpfe komplett kirre, weil die dann da sitzen, ach, schon wieder eine 8 von 10, schon wieder, okay, ich kann aufhören, so weißt du, und das ist halt einfach ganz, ganz schlimm. Also erstmal wünsche ich mir, dass diese Funktion einfach rausgenommen wird und dass man vielleicht ein bisschen mehr positive Vibes bekommt und dass einem vielleicht ein bisschen mehr aufgebaut wird von den Analytics und dass da einfach vielleicht dann automatisierte Nachrichten kommen, die einen aufbauen und nicht noch weiter runterziehen, weil man merkt, der Content, den man macht, den interessieren weniger Leute als vorher. Das ist einfach komplett scheiße. Und ich wäre tatsächlich ein Fan davon, wenn man auf diesen Pause-Modus drücken könnte, gerade weil man ja immer damit struggelt, und wenn ich jetzt eine Woche kein Video hochlade, dann kann ich alles in den Sand werfen. So, dann ist alles komplett im Arsch und ich habe wahrscheinlich keine Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Das ist ja eigentlich einer der Gründe, warum YouTuber nicht frei machen, so, ne? Weil sie dann vorproduzieren, weil sie sich dann vor ihrem Urlaub den Stress geben und dann im Urlaub sogar die Zahlen noch checken, oh, wie funktioniert jetzt mein Urlaubsvideo und alles mit, also ne, nicht Urlaubsvideo vom Urlaub, sondern im Urlaub. Und du lässt ja nie los, du hast ja einfach keine Ruhepausen. So. Wenn du 100% committed bist auf YouTube und deine YouTube-Einnahmen und alles, was da rum ist, ne, die Kampagnen und die Sponsoren und was auch immer darauf basieren, dass dein Leben funktioniert, dann bist du im Urlaub auch nicht in dem Modus, wo du sagst, ich sitze jetzt hier gerade am Strand oder an der Nordsee oder was auch immer. Du guckst safe. Also da kenne ich niemanden. Du guckst safe in die Analytics und guckst, wie es performt hat und kriegst auch Schweißausbrüche, wenn du eine 8 von 10 hast. Ich kenne niemanden, kenne keinen Creator, keine Creatorin, die da nicht dann schlechte Laune hat. Wenn YouTube mich dazu zwingen würde, Urlaub einzureichen sozusagen, wenn ich das frei bestimmen kann, dann würde ich es halt wirklich einfach in meinem Urlaub machen. Also dann würde ich sagen, okay, ich fahre jetzt im Juli eine Woche weg, in der nehme ich halt YouTube-Urlaub. Das würde ich dann machen, wenn aber der Zeitpunkt vorgegeben würde, dann nicht. Wie fühlst du dich eigentlich gerade? Also wenn du so nachträglich über dein Burnout redest, ist das ein komisches Gefühl oder ist das so eine Selbstverständlichkeit mittlerweile? Also ich bin ja grundlegend bei Themen, die mich betroffen haben oder die mich betreffen, sehr, sehr offen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich über Dinge spreche und wenn ich mich mitteile, kann das nur helfen. Es kann nur mir helfen, wenn ich Dinge immer wieder nochmal Revue passieren lasse und auch, wenn Leute einfach situativ die Dinge besser nachvollziehen können und besser verstehen können, habe ich damit vielleicht der ein oder anderen Person auch helfen können. Ich habe ja zum Beispiel auch, also wenn du mal über sowas sprechen willst, ich bin ja mit 17 zum Beispiel zu Hause abgehauen und dann in eine Pflegefamilie gekommen. Ich habe das Video gesehen. Wäre auch ein super Thema, hätte ich auch absolut Bock drauf. Gerne, sag mir einfach Bescheid. Also über sowas spreche ich ja sehr offen, einfach auch aus dem Grund, weil ich mir selber dann sage, ich habe nichts falsch gemacht und ich bin einen guten Weg gegangen. Also ich finde, Menschen sind ja sehr, sehr selten heutzutage stolz auf sich selbst. Ich habe ja auf meinem Twitter-Profil oben angepinnt, dass ich selber stolz auf mich bin für das, was ich in meinem Leben bisher so erlebt habe und wie ich da durchgegangen bin. Nicht mal, weil ich jetzt irgendwie eine Followerzahl erreicht habe oder weil ich irgendwie besonders viel Geld verdient habe, sondern einfach der Werdegang meines Lebens ist, glaube ich, extraordinär und deswegen auch
vielleicht in gewisser Form besonders, aber dafür, dass ich diese Dinge halt gesehen habe und es gibt super viele Leute, die privaten Stress haben, die mit Eltern strugglen, wo häusliche Gewalt ein Thema ist, wo, wir driften gerade ein bisschen ab, aber ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Ja. Was ich sagen will ist, Menschen dürfen und sollen stolz auf sich sein, weil jeder Mensch irgendwas kann, weil jeder Mensch irgendwas gut macht und weil jeder Mensch auch einfach eine Bereicherung für jemand anderen ist in irgendeiner Form. Du wirst von irgendjemand da draußen als besten Freund, beste Freundin gesucht. Das ist einfach so. Und ich denke, das ist einfach so Self-Love und Appreciation und sowas. Das ist ein ultra wichtiges Thema, gerade in dieser Zeit, wo alle nur am Handy kleben und durch Insta und TikTok scrollen. So, geht mal raus, lächelt mal jemand ins Gesicht, die Person freut sich. Es ist einfach so. Und lernt euch selber zu lieben. So. Es ist halt einfach, ihr kriegt so viel Scheiße vor die Nase gesetzt. Es ist super wichtig, dass ihr mit euch selber klarkommt. Ihr müsst das ganze Leben mit euch selber leben. Also fangt an, euch zu mögen. Scheiße, du hast mir mein Ende geklaut. Es tut mir leid. Das ist das schönste Ende, glaube ich, für ich hänge die Frage trotzdem. Also danke für diese wichtige Message. Halle, ich will gar keine unnützen Worte hinten dran hängen. Weil das war ein wunderschöner Abschluss. Es war mir eine Ehre, dich heute hier zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du uns eine Stunde geschenkt hast und dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Immer gerne. Nächstes Mal dann gerne zu einem anderen Thema. Freue mich sehr. Vielen Dank. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen. Ich hatte tatsächlich alle Fragen mit drin, die sich gewünscht wurden. Vielen Dank, dass du heute da warst, Kalle. Ja, danke auch an deinen Chat, an deine ZuschauerInnen, die unter deinem Tweet noch ein paar Fragen gestellt haben. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Und danke, dass du diese wichtigen Themen ansprichst. Ich wünsche mir sehr viel mehr von solchen Formaten, wo Leute einfach auch mal ein bisschen mehr sprechen. Zocken ist cool, aber wir leben halt in so einer digitalen Welt mittlerweile, wo irgendwie alles nur noch über Bildschirme läuft. Deswegen ist es super cool, dass du eine der Personen bist, die solche Dinge ansprechen. Also auch danke an dich. Stopp, eine Frage. Die Abschlussfrage. Oh. Die wichtigste. Wann kommt der nächste Song mit Eskimo Callboy? Entschuldigung. Oh, ich hätte richtig Angst bekommen. die Jungs sind gerade noch an ihrem Album dran, aber ich kann jetzt hier schon inoffiziell verkünden, dass ich im Laufe des Jahres an einem eigenen Album arbeiten werde, wo Oha. Die Jungs von Eskimo Callboy auch eine Rolle spielen können und werden. Und ich werde definitiv nochmal nach Castrop-Rauxel fahren und mit den Jungs ein Video drehen und mit denen einen Song aufnehmen. Nice, Dankeschön.